In der Wiener Siemens City stand Mittwochabend die bereits 68. Auflage einer legendären Veranstaltungsreihe mit nicht minder legendären Stargästen auf dem Programm. Diesmal auf der Bühne der Academy of Life Franz Franitzky, der als Bundeskanzler 10 Jahre lang die Geschicke Österreichs lenkte und trotzdem immer wieder mit einem Saga konfrontiert wird. Ein Parteitagsteilnehmer sagte, Doppelpunkt, Anführungszeichen, der Franitzky ist einer, von dem der Satz stammen könnte, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Anführungszeichen oben, Punkt. Also ich habe diesen Satz nie gesagt. Wieso ist er Ihnen trotzdem angeheftet, wienerisch gesagt, an mir bicken geblieben, genau. Der Satz. Ich habe dann nach einer gewissen Zeit nichts mehr unternommen, diesen Satz loszuwerden, weil es war aussichtslos. Ja. Wenn ich dabei war, hat niemand sich das Wort Visionen zu sagen getraut. Und habe ich dann nach einer Zeit den Spieß umgedreht und habe gesagt, Hans, haben Sie eigentlich eine Vision? Ein Vollblutpolitiker wie Franz Franitzky brennt auch noch im Ruhestand für seine Themen. Wenn Sie einen Globus, einen Mittelschulglobus anschauen, dann ist Österreich auf dem Globus nicht einmal so groß, dass man das Wort Österreich hineinschreiben kann. Steht überall Öster, Doppelpunkt. So, und was wollen wir jetzt eigentlich, wenn wir überleben sollen? Die Antwort ist Europa. Ein hochinteressantes Gespräch, das auch beim Siemens Österreich Generaldirektor bleibenden Eindruck hinterließ. Gerade auch, weil Wolfgang Hesun und der Altbundeskanzler einander schon lange und gut kennen. Er ist glaubwürdig und eine natürliche Respektsperson, aber nicht in der unangenehmen Form, sondern eben zielorientiert. Also wir haben jetzt, wenn wir da gestanden sind, gesagt, ich habe von ihm vieles hätte ich lernen können, aber eines habe ich wirklich mitgenommen, dass man eben ausgleichend trotzdem seine Ziele verfolgen kann, ohne die wesentlichen Dinge aus dem Auge zu verlieren. Und das ist irgendwo etwas, was er vorgelebt hat und da kann man sicher lernen. Das Lernen von den außergewöhnlichen Lebenserfahrungen der Stargäste ist das zentrale Ziel für die Member der Siemens Academy of Life. Auch diesmal gilt, Ziel erreicht. Hochinteressant, sehr erfrischend. Und wesentlich interessanter, als ich ihn eigentlich aus der früheren aktiven politischen Zeit in Erinnerung hatte. Was ich mir mitnehme, er hat gesagt, was er sich gemerkt hat, zuerst überlegen, vielleicht mal zurückgehen und einen Tag drüber, eine Nacht drüber schlafen. Und da muss ich mich selber oft bei der Nase nehmen, also das nehme ich mir auf jeden Fall mit. So zieht jeder seine eigenen Schlüsse. Aber hat der einst mächtigste Mann Österreichs eigentlich so etwas wie ein Erfolgsrezept? So eine Art Generalrezept für sämtliche Situationen wird es wahrscheinlich im Leben des Menschen überhaupt nicht geben. Aber ich habe sehr viel innere Stärke immer dadurch gewonnen, dass ich sehr, sehr engagierte und loyale und liebgewordene Mitarbeiter hatte.